Sauron ist zurückgekehrt und seine Orks sind noch zahlreicher geworden. Seine Festung Barad-dûr wurde wiedererrichtet in Mordor. Und der Aufmarsch des Bösen hat begonnen. Ja, aber bevor wir uns damit beschäftigen, erstmal hallo zum neuesten Video der Yu-Gi-Oh!-Reihe, dem Mordor-Team-Deck. Und bevor wir anfangen, das Themendeck hat insgesamt 56 Karten, die es zu behandeln gilt. Und ich möchte bei meinen 4 Videos bleiben. Deshalb tut es mir leid, wenn die Videos etwas länger werden, aber ja. Ich versuche trotzdem so schnell wie möglich zu machen. Daher Aufmarsch, eine normale Fallenkarte, halblimitiert. Diese Karte wird immer als Mordor-Karte behandelt. Und der Effekt ist, wähle bis zu 4 Mordor-Karten in deinem Friedhof außer Aufmarsch und mische sie ins Deck zurück. Dann ziehe 2 Karten. Du kannst nur einen Aufmarsch pro Spielzug aktivieren. Und über diese Karte habe ich mich mit GameFan95 erst vor kurzem wieder unterhalten. Und zwar einfach deshalb, weil diese Karte absolut overpowered ist, so wie sie da steht. Zunächst einmal kurzes Foreshadowing zu Mordor. Mordor möchte eigentlich möglichst wenig Karten in seinem Friedhof haben. Daher steht da auch wähle bis zu 4 Mordor-Karten. Da stand früher früherer Text, der stand wähle 4 Mordor-Karten. Und ich habe dann 2016 halt vorgeschlagen, mach daraus, wähle bis zu 4 Mordor-Karten. Allerdings, ich bin mir auch ziemlich sicher, und GameFan95 glaubt das auch, dass diese dann ziehe 2 Karten-Sache, dass die dann rausgeflogen oder rausfliegen sollte, weil so ist diese Karte momentan stärker als oder zumindest fast so stark wie der Topf der Gier. Und es gibt einen Grund, warum der Topf der Gier verboten ist. Klar, Topf der Gier ist schneller als hier eine normale Fallenkarte, weiß ich auch. Aber wenn der Gegner schon was hat, um eine Fallenkarte auszukontern, dann hat er auch eigentlich was, um den Topf der Gier auszukontern heutzutage. Und daher ist das kein wirkliches Problem, dass Aufmarsch halt eine Fallenkarte ist. Vor allem, da sie halt auch bis zu 4 Mordor-Karten recycelt. Und ja, also momentan ist Aufmarsch total overpowered. GameFan95 hat mir aber auch angeboten, er wird die jetzt direkt überarbeiten und mir dann nochmal schicken. Also jetzt nur Aufmarsch, nicht das gesamte Themendeck. Ich habe dann aber auch gesagt, lass das noch. Mach das für Mordor 2.0, weil so hat er Aufmarsch ja auch in seinem Mordor 1.0 Video gezeigt und da möchte ich halt nichts verfälschen quasi. Aber zurzeit, wie gesagt, ist Aufmarsch zu stark. Befehl von Sauron. Eine weitere Fallenkarte, unlimitiert, natürlich Mordor-Karte. Mit dem Effekt zerstöre einige beliebige Anzahl von Zauber- und Fallenkarten deines Gegners. Zahle für jede zerstörte Zauber- und Fallenkarte 500 Life Points. Du darfst nur Mordor-Monster kontrollieren, um diese Karte aktivieren zu können. Du kannst nur einen Befehl von Sauron pro Spielzug aktivieren. Also, man sieht es schon, es ist eine ziemlich teure Fallenkarte. Also je nachdem, wie viele Zauber- und Fallenkarten der Gegner hat. Aber insgesamt kann sie deutlich billiger sein als die Konkurrenz. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, dass Pendelmonster, dadurch wie die Karte formuliert ist, eben mit Zauber- und Fallenkarten,
dass die davon damals nicht betroffen waren. Inzwischen ist die Pendelzone ja auch in der Zauber- und Fallengartenzone, dank diesem beschissenen Link. Aber damals halt nicht. Und also Pendelmonster dürfte man mit der Karte halt nicht zerstören können. Aber ansonsten kann man da schon einigen Schaden anrichten. Und wenn ich bedenke, dass es andere Karten gab damals, die erlaubt waren, die eine Fallenkarte halt annullieren und zerstören konnten, aber dafür 2000 Life Points gekostet haben, da ist Befehl von Sauron deutlich besser, auch wenn sie nichts annulliert, aber sie zerstört halt und das ist auch nicht schlecht. Befehle aus Barad-dûr? Oh, ich habe mich wohl geirrt. Ja, Mordor gibt es anscheinend nicht. Es ist durch die Türkei ersetzt worden. Nee, keine Ahnung. wobei, ich hab mir so das Themendeck ja nochmal angeschaut und naja, das ist jetzt so der Teil, wo die Rechtschreibfehler nicht nur in den Kartentexten, sondern auch in den Kartennamen stehen. Und naja. Also Befehle aus Türkisch Mordor. Normale Fallenkarte, halb limitiert. Natürlich eine Mordor-Karte mit dem Effekt, du kannst nur eine der folgenden Effekte von Befehle aus Barad-dûr pro Spielzug. Was? Oh Gott, da steht auch Barad-dûr. Okay, das ist komisch. Tut mir leid. Also, ja, man kann die Effekte noch einmal aktivieren. Biete bis zu zwei Mordor-Monster vom Typ Ork von deiner Hand oder deinem Spielfeld als Tribut an und ziehe für jedes als Tribut angebotene Monster jeweils eine Karte. Also auch wieder eine Ziehkarte für bis zu zwei Karten. Aber ist deutlich besser gebalanced, weil man muss hier halt Monster opfern. Klar geht's auch von der, oder geht es nur von der, nee, geht's auch von der Hand. Aber man muss halt trotzdem erstmal seine Armee schwächen und eventuell darauf verzichten, schnellstmöglich an die stärkeren Monster im Teamdeck zu kommen, weil die Ork-Monster, die sind, ja, das sind halt Orks, die können nichts so alleine. Ansonsten finde ich diese Karte bisher ziemlich gut. Und der zweite Effekt ist, wähle bis zu fünf deiner entfernten Mordor-Karten, außer Monster vom Typ Maiar, und mische sie in Deck ins Deck zurück. Ja, ich sagte ja gut. Also nicht nur vom Friedhof recycelt Mordor ganz gut, auch von den gebannten Karten. Der Typ Maiar ist deshalb ausgenommen, weil halt auch Sauron dabei ist. Und der fleißige Herr der Ringe-Leser weiß, Sauron war ein Maiar, so eine Art Göttergeist, zwar ein ziemlich schwacher innerhalb der Logik von Herr der Ringe, aber es hat trotzdem ausgereicht, eigentlich. Naja, insgesamt Befehle aus Klein Mordor, Türkisch Mordor meine ich, ist eine ziemlich gute Karte, nur die Rechtschreibfehler gehen halt gar nicht. Kirit Ungol. So langsam müssten wir die ganzen Fallenkarten aber vom Anfang durch haben. Also eine permanente Fallenkarte, limitiert, wird als Mordor-Karte behandelt und hat den Effekt, diese Karte kann nur aktiviert werden, solange du keine Spielfeldzauberkarte kontrollierst. Ja, man kann keine Spielfeldzauberkarte aktivieren und alle Mordor-Xyz-Monster, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK.
Ist nicht viel, aber so ein netter ATK-Bonus geht immer. Wenn ein Mordor Xyz Monster zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, kannst du es stattdessen in dein Extra-Deck mischen. Das ist auch immer wieder nice. Du kannst diesen Effekt von Kirit Unkal nur einmal pro Spielzug verwenden. Das ist kein Problem. Du kannst die offene Karte auf dem Friedhof legen, wähle ein Mordor Synchro oder Xyz Monster in deinem Friedhof und beschwöre es als Spezialbeschwörung. Okay, der Effekt wird etwas schwierig einzusetzen, zumindest für Mordor Xyz Monster. Zumindest wenn man Kirit Unkol nicht schon vorher hat. Und du kannst nur einen Kirit Unkol kontrollieren. Das ist noch so ein Rest aus der Zeit, als Kirit Unkol noch nicht limitiert war. Aber okay. Insgesamt ist das einfach eine grandiose Semi-Spielfeld-Zauberkarte. Davon haben wir ja in den vergangenen Team-Decks auch schon so einiges gesehen. Und wenn wir uns an Gondor erinnern, da haben die ja noch ziemlich leicht angefangen. So Lorien war... nicht Lorien. Wie heißt es noch? Ich weiß nicht mehr. Tut mir leid. Gott, wie hieß das noch? Ephelion, genau. Ephelion. Haben sich wahrscheinlich jetzt schon einige aufgeregt. Wie kann man nur so blöd sein und den Namen nicht wissen? Naja. Also, wenn man mal Ephelion mit Kirit Unkol vergleicht, da ist eigentlich kein Vergleich. Kirit Unkol ist dermaßen viel stärker als Ephelion. Das ist eigentlich nicht mehr fair. Und so wird uns das auch noch weitergehen. Also, mit jedem weiteren Deck wurden seine Themendecks teilweise stärker. Nicht unbedingt unbalancierter, aber stärker. Und auch besser durchdacht. Also während Gondor ja noch ein ziemlich einfaches Gameplay hatte, wahrscheinlich auch den Spielen entlehnt. Also er hat als Inspirationsquelle halt auch vor allem die Schlacht um Mittelerde noch genommen für die Karten, also zumindest für diese Karten. Und da war Gondor ja auch eigentlich das Volk mit dem einfachsten Gameplay. Und hier Kirit Unkol oder ganz Mordor ist da deutlich schwieriger zu spielen. Aber eben auch deutlich besser, finde ich. Naja, die Vagina des Bösen oder das Auge Saurons für die unter 18-Jährigen. Eine permanente Zauberkarte, limitiert. Und ich habe ja gesagt, so langsam sind wir mit den Fallenkarten durch. Natürlich eine Mordor-Karte. Während deiner Standby-Phase, du kannst alle verdeckten Monster deines Gegners aufdecken, ihre Effekte werden nicht aktiviert. Das ist ein sehr starker Effekt, den sollte man nicht unterschätzen. Gerade bei Flip-Decks ist die haben dann schon keine Chance mehr. Einfach durch diese eine Karte. Und ja, das ist einfach genial. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du während jeder deiner Draw-Phase für dein normales Ziehen zwei Karten ziehen, anstatt einer. Oh je. Satzbau und Satzstruktur. Bitte. Naja. Ich hoffe, das überarbeitet er auch. Aber ansonsten, ist das Auge Sauron damit eigentlich schon wieder overpowered. Also wenn der Gegner da nichts hat, um
das Auge Saurons direkt zu zerstören, dann, wenn das schon nur 3 Züge liegt, dann hat der Gegner mindestens 6 Karten gezogen. Ja, ist also mit dem Auge Saurons minus 1, Quatsch, nicht minus 1, ist mit dem Auge Saurons plus 2 gegangen. Naja, also abgezogen halt das normale Ziehen und das Auge Saurons. Aber ja, wenn man das Auge Saurons halt nicht schnellstmöglich vernichtet, dann kann man aufgeben. Das ist einfach so. Einmal pro Spielzug kann diese Karte nicht zerstört werden. Wenn du ein Monster kontrollierst, das kein Mordermonster ist, zerstöre diese Karte und erhältst 1000 Schaden. Also gegen Kaiju-Decks ist das Auge Sauron nicht einzusetzen. Aber ansonsten, was soll diese Karte noch zerstören? Also, sie schützt sich einmal pro Zug selbst und ja. Also nicht Mordor-Monster, ohne die zu spielen, das geht vollkommen in diesem Deck. Also die stärksten Monster sind sowieso halt Mordor-Monster, ganz der Logik entsprechend. Klar, ein Mumakil, also ein Olifant, das sind starke Monster. Also die gelten zum Beispiel als Nicht-Mordor-Monster, wenn ich mich richtig erinnere. Aber gegen eine Fellbestie der Nazgul oder gar dem Hexenkönig, da hat der Mumakil sein Nachsehen. Ist einfach so. Und ja, das Auge Saurons ist. Das ist einfach viel zu mächtig wieder. Das schwarze Tor. Ebenfalls eine permanente Zauberkarte. Limitiert. Wird als Mordor-Karte behandelt. Und hat zunächst einmal denselben Effekt wie Khirit Ungol. Und alle Mordor-Monster, die du kontrollierst, erhalten 500 DF. Der Bonus ist egal. Außer Monster vom Typ Nazgul oder Maiar. Okay. Whatever. Also Verteidigung ist sowieso eigentlich immer egal und daher, also gerade bei Mordor ist die Verteidigung ziemlich egal, weil ich glaube, gibt nur ein einziges Monster, was in Verteidigungsposition was reißen kann. Alle anderen, die bleiben im Angriff. Du kannst diese offene Karte auf den Friedhof legen, um ein Mordor-Monster mit 2000 oder weniger DF als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck zu beschwören. Das hingegen ist einfach ein sehr guter Effekt, wenn es mal brennt, wenn man mal unbedingt ein starkes Monster haben muss. Und natürlich kann man nur ein schwarzes Tor kontrollieren, aber der Effekt ist auch egal. Also schwarzes Tor. Ja, gegen Khirit Unkol hat das schwarze Tor keine Chance. Es ist einfach so. Ja. Also da das Deck ja sowieso schon 56 Karten hat, wird man das schwarze Tor wahrscheinlich niemals sehen. Schade eigentlich. Der eine Ring. Der Ehering. Der feuchte Traum für jedes Sub. Oder wie RTL sagen würde, virales Marketing. Ja. Endlich sehen wir mal den mächtigsten Gegenstand in den gesamten Herr der Ringe-Decks. Oder die mächtigste Karte in allen Herr der Ringe-Decks. Weil ihr erinnert euch vielleicht noch. In jedem Deck gibt es einen Ringhelden, der beschworen wird, indem man der einen Ring spielt. Und ja, das ist diese Karte halt. Ist natürlich limitiert. Gehört eben
gehört ebenfalls zum Machtgegenstand. Davon hatten wir in Gondor ja schon mal einen, den weißen Baum. Ja, ist offensichtlich ein Synchro, natürlich ein Empfänger. Und mal sehen, ob ich noch den Effekt lesen kann. Also, das ist so ein bisschen. Ich hoffe, also er wollte da auch mit dem Effekt den noch verkürzen, den besser lesbar machen. Ich hoffe es. Naja, diese Karte kann nur als Spezialbeschwörung beschworen werden von einer Karte, die genau dieses und nur dieses Monster als Spezialbeschwörung beschwören kann. Diese Karte bleibt von allen anderen Effekten unberührt und kann nicht zerstört werden. Diese Karte kann nicht annulliert werden. Wenn diese Karte beschworen wird, muss der Nutzer ein Monster wählen, das genau diese Karte als Empfänger benötigt. Für eine Synchro-Beschwörung eines Synchromonsters, dann rüste dieses Monster mit dieser Karte aus. Falls die Zauber-Fallenkartenzone voll sein sollte, wird eine Zauber- oder Fallenkarte zerstört. Wenn der Besitzer dieser Karte kein solches Monster kontrolliert, aber der Gegner, wird die Kontrolle über diese Karte gewechselt und das geeignete gegnerische Monster mit dieser Karte ausgerüstet. Falls kein geeignetes Monster auf dem Spielfeld ist, wird diese Karte so lange verbannt, bis ein geeignetes Monster auf dem Spielfeld ist und dieses da wird dann mit dieser Karte ausgerüstet. Die Kontrolle geht auf den Besitzer dieses Monsters. Diese Karte kann nur solange sie mit einer anderen Karte ausgerüstet ist, als Empfänger verwendet werden. Und diese Karte kann nur für eine Synchro-Beschwörung benutzt werden, bei der diese Karte benötigt wird. Wenn diese Karte für eine Synchro-Beschwörung verwendet wird, dann wird diese Karte. Ach so, entferne diese Karte, solange das beschworene Synchromonster auf dem Spielfeld ist. Boah, das war jetzt eine ziemliche Qual. Also, um es kurz herunterzubrechen, wenn der eine Ring liegt, dann liegt er. Es gibt keine Möglichkeit, den einen Ring aus dem Spiel zu nehmen, außer das Ringmonster, das er halt beschwört, zu zerstören, dann wird er verbannt, aber ihn komplett aus dem Spiel zu nehmen, geht nicht, weil wenn das Monster es für den Ring wieder benutzt werden kann, also wir werden hier später halt Sauron haben, den man mit dem einen Ring ausrüsten kann, ist ja logisch. Und wenn Sauron zerstört wird, dann wird der eine Ring entfernt. Hat der Gegner jetzt auch Mordor, spielt ebenfalls Sauron, dann kann er den einen Ring verwenden. Auch wenn ihn der Gegner beschworen hat, der eine Ring kann dann für diesen Sauron verwendet werden und zum Ring Sauron gemacht werden. Also egal was man tut, der eine Ring kann nicht zerstört werden. Allerdings, er kann eben auch nur für eine Synchronbeschwörung benutzt werden, bei der er explizit genannt wird. Und ja, warum sagte ich, er ist die mächtigste Karte im ganzen Herr der Ringe, Thema? Ganz einfach, er ist in jedem, Deck vorhanden. Er beschwört immer das stärkste Monster des Decks oder des Themas. Zumindest sollte es das stärkste Monster sein. Zum Beispiel bei Gondor finde ich den ja nicht so. Da würde ich den Erben von Gondor, also Aragorn, halt vorziehen. Dessen Effekte finde ich deutlich besser. Aber das ist halt der Sinn des einen Rings. Und klar, er kann halt, wie gerade gesagt,
in manchen Decks etwas schwächer sein, aber trotzdem, er beschwört immer sehr, sehr starke Monster. Und ja, ich finde, der eine Ring, der ist eigentlich eine sehr gute Karte, weil er ist halt auf jeden Fall da. Also, wenn man es geschafft hat, die Beschwörungsbedingungen zu erfüllen, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass einem irgendjemand den einen Ring wegschnappt. Es sei denn, der Gegner hat halt auch einen Mordor-Ring. Einen Ringhelden. Aber das ist egal. Mehr oder weniger. Und ja, ansonsten ist der halt nur noch deckgebunden, wie stark er ist. Aber für das, was er sein soll, einfach die perfekte Karte. So, der Hexenkönig. Die normale Monster-Version. Ich meine zumindest, es gäbe auch noch eine Synchro-Version von dem, die halt nochmal deutlich stärker ist. Aber auch so wird dies der eine schwache Version des Hexenkönigs sein, die wir hier sehen. Also Eomer hat auch ein Angmar-Themendeck gemacht und da ist halt der Hexenkönig quasi der Ringheld und Anführer halt von Angmar und damit eben auch das stärkste Monster in Angmar. Naja. Hier ist der Hexenkönig zumindest ein 7-Sterne-Monster, limitiert, wird als Mordor-Karte behandelt, ist Nazgûl, ja, das macht Sinn. 2600 ATK, 2400 DF und wieder ein Effekt, der zum Kotzen ist, zumindest von der Länge her. Falls du ein Mordor-Monster vom Typ Nazgûl kontrollierst, kannst du diese Karte ohne Tribut als Normalbeschwörung beschwören. Das ist einfach, ja, ein geiler Effekt. Immer. Egal wie er formuliert wird, so eine Normalbeschwörung ohne Tribut ist immer geil. Diese Karte bleibt von Monstereffekten deines Gegners unberührt. Ebenfalls immer geil. Wenn diese Karte beschworen wird, kannst du Sauron, Herr der Erde, von deinem Deck deiner Hand hinzufügen. Das ist einfach ein sehr starker Sucheffekt, weil Sauron, Herr der Erde, das ist halt die Karte, die man beschwor. Ich meine, es ist die Karte, die man beschwören muss, um sie mit dem einen Ring zu verbinden und dadurch das Synchromonster, also den Ring Sauron zu bekommen. Diese Karte kann nur durch Kampf zerstört werden. Also Zauber- und Fallenkarten sind ebenfalls nutzlos. Und die Kontrolle über diese Karte kann nicht wechseln. Ebenfalls sehr stark. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet und Sauron nicht, kannst du diese Karte in dein Deck mischen und eine Karte ziehen. Wow. Du kannst diesen Effekt nur aktivieren, solange du mo nur Mordor-Monster in deinem Friedhof hast. Ich denke mal, das ist so gemeint, dass Zauber- und Fallenkarten, die halt auch Mordor sind, da nicht zählen. Es zählen halt wirklich nur die Monster. Also wenn man jetzt drei Mordor-Monster hat und eine Mordor-Zauberkarte im Friedhof, dann kann man den trotzdem beschwören. Denke ich mir jetzt so, dass es so gemeint ist, aber wird aus dem Satz nicht ganz klar. Naja, du kannst diesen Effekt von der Hexenkönigin nur einmal pro Spielzug verwenden. Auch klar. So, was soll ich sagen? Klar, im Gegensatz zur Geschichte ist er deutlich geschwächt worden, was seine Zerstörung angeht. Ich meine, hier ist das Geschlecht des Monsters das egal. Im Buch musste es ein Mann sein. Das ist auch so von Tolkien bestätigt. Es musste ein Mann sein. Es gibt ja einige, die glaubten, es dürfte kein Mensch sein, weil halt Man im Englischen kann halt Mann bedeuten, aber es kann auch Mensch bedeuten. Das ist mal Sexismus. Aber Tolkien hat bestätigt, es muss halt ein Mann sein. Es muss halt eine Frau sein, die den Hexenkönig tötet. Ist hier nicht so,
Aber dafür funktionieren auch keine Zauber- oder Feinkarten, um ihn zu zerstören. Von daher ist das schon okay. Ja, dann haben wir der Nekromant, die Verkörperung der Feuervagina. Und das schlechteste Design, was ich je für diesen Kerl gesehen habe. Ja, oh. Ja. Also, ich finde den Nekromanten im Hobbit einfach schlecht getroffen. Also, ja, auch im Buch steht, er hüllt sich in Schatten, aber ich glaube nicht, dass Tolkien damit meinte, dass der Nekromant eine 20 Meter große schwarze Wolke ist. Ja. Also da hat man ihn etwas zu wörtlich genommen. Ich fand halt immer der Nekromant, das ist so ein, ja, so ähnlich halt wie Sauron, also halt auch in der Rüstung, der halt dann auch, halt sich so möglichst weit von dem Mordor-Stil entfernen möchte. Also Mordor hat ja so einen bestimmten Stil in der Architektur und in der Beschaffenheit ihrer Rüstungen. Und dass der Nekromant da halt ein anderes Design für seine Rüstung hätte. Und man ihn halt für ein, ja, man ihn halt mit Mordor in Verbindung bringt, aber eben auch nicht als starken, ja, als jemanden enorm starken, sondern dass man halt wirklich meint, es ist ein schwarzer Hexenmeister. Also wie man es auch am Anfang vom Hexenkönig glaubte, da wusste man ja auch lange Zeit nicht, dass der Nazgul ist, sondern man dachte halt, es wäre ein normaler Mensch. Das kam halt erst am Ende des Angmar-Krieges heraus, dass das eben kein normaler Mensch ist. Und beim Nekromanten, den habe ich mir halt auch so vorgestellt, dass man bei dem auch lange meinen könnte oder müsste, dass der halt ein normaler Mensch ist. Und sowas haben wir halt im Hobbit gar nicht. Da ist er von Anfang bis Ende fast immer eine 20 Meter große, wabernde, schwarze Wolke. Und ja, da man weiß, dass die meisten niederen Geister feste Gestalten angenommen haben, also zum Beispiel die Riesenspinnen, ja, jemand wie Kankra oder die Spinnen aus dem Düsterwald, das sind alles Geister. Und die haben halt feste Gestalten angenommen, die können die auch nicht mehr wechseln. Und nur höhere Geister können diese Gestalt halt wechseln, wie eben Sauron. Und ich meine, klar, für jeden, der die Herr der Ringe gesehen hat, war das klar, dass der Nekromant Sauron sein muss. Aber man hätte es halt trotzdem etwas dezenter machen können, finde ich. Naja, jetzt ist es zu spät, aber kommen wir endlich zu der Karte. Ich schweife schon viel zu sehr ab. Also, der Nekromant, Stufe 4 Monster. Ein Maiar-Monster. Endlich wisst ihr, was das sollte. Also diese Auslassung der Maiar. Natürlich limitiert. 0 ATK, 1500 DF. Okay, also ziemlich schwach von Werten her. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen gesetzt werden. Muss als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem du zwei Mordor-Monster von deinem Friedhof und/oder deiner Hand verbannst. Und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Du kannst diese offene Karte verbannen, beschwöre Sauron als Spezialbeschwörung von deiner Hand
oder deinem Deck, ungeachtet der Bedingungen für die Beschwörung des Monsters. Ja, also der Nekromant ist quasi nur ein Zwischenschritt, um möglichst schnell Sauron beschworen zu können, und ansonsten macht er halt nix. Also im Grunde auch wie im Hobbit. Nicht nur im Film, auch in Büchern, da hat er halt nichts gemacht. Die Ebenen von Mordor. Ja. Wir kennen sie alle. Zumindest alle, die das, die den Film gesehen haben. Die Spielfeldzauberkarte des Themas unlimitiert. Und ich frage mich gerade, wer das ist. Also hier direkt unterm Schicksalsberg mit den langen Haaren und dem, was da ein bisschen aussieht wie ein Kleid. Ist Hatsune Miku zu Mordor übergetreten? Das, dann wäre aber alle Hoffnung für die freien Völker verschwunden gewesen. Und es gab nie viel Hoffnung. Nur ein Narr konnte hoffen. Und ja, wenn Hatsune Miku dabei ist, dann hat sich die Zahl der Mordor-Schergen verdreifacht. Und ja. Alle Mordor-Monster erhalten 500 ATK. 300 ATK. Ja, ich bin noch bei. Ich habe direkt verglichen mit Kirit Unkol. Und die 200 ATK sind halt schon ein ordentlicher Unterschied. Einmal pro Spielzug. Wenn ein Mordor-Monster vom Typ Ork von deinem Gegner zerstört wird, kannst du ein Mordor-Monster vom Typ Ork mit derselben Stufe oder niedriger als Spezialbeschwörung aus deinem Deck oder deiner Hand beschwören. Also, sobald, man hat quasi eine Drehtür eingebaut. Diese Karte ist die Mordor-Version des Dragon Ball Z Jenseits. Zumindest was das Jenseits für Yamchu und Krillin angeht. Eine Drehtür. Wenn du Sauron oder das große Auge kontrollierst, kann diese Karte nicht zerstört werden. Wenn eines der beiden genannten Karten zerstört wird, zerstöre diese Karte. Okay, also das mit Sauron und dem großen Auge verstehe ich komplett. Aber wenn die zerstört werden, dann auch direkt hier die Karte zu zerstören, kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, am Ende vom Film ist, dass zumindest das Schwarze Tor komplett weggebrochen. Wieso auch immer. Ja, und wieso auch immer, dass nur da weggebrochen ist, wo halt Orks und Trolle und so waren. Und genau da, wo die Front der Menschen verlief, da war Schluss. Also, keine Ahnung wieso, aber war es halt. Und hat mich schon als Kind gestört, dieser Fakt. Warum? Also, habe ich nie verstanden. Und, hier die Karte dann halt zu zerstören, wenn halt Sauron und das große Auge zerstört wurden, finde ich ein bisschen doof gemacht, aber ja, ansonsten gerade in Verbindung, mit Kirit Unkol geht's ja gar nicht in Verbindung. Kirit Unkol und wie hieß die Karte? Hier, und die andere quasi Spielfeldzauberkarte, die gehen zusammen, aber die Ebenen von Mordor leider nicht, und ja, da wäre dann halt wirklich wieder die Geschmacksfrage. Will man eine Drehtür oder will man ATK? Und ja. Und trotzdem, ich finde, die Ebenen von Mordor sind ziemlich gut. Und ja. Gerade so für den Anfang, wenn man da nicht direkt die starken Monster von Mordor hat, dass man dadurch immer gesichert hat, dass man zumindest den Aufbau machen kann. Das ist richtig gut. So, die Stunde des Hexenkönigs.
Eine halblimitierte Konterfallenkarte. Natürlich ebenfalls eine Mordor-Karte. So, du kannst nur einen der folgenden Effekte von die Stunde des Hexenkönigs pro Spielzug verwenden und nur einmal. Ja, du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn du ein Monster vom Typ Nazgul kontrollierst. Der Hexenkönig ist nicht das einzige Monster vom Typ Nazgul, keine Sorge. Zahle 1000 Lifepoints und annulliere alle Effekte von Nicht-Mordor-Karten bis zur Endphase. Das kann ein sehr geiler Effekt sein. Wenn diese Karte auf dem Friedhof ist, kannst du 1000 Lifepoints zahlen. Dann entferne diese Karte aus dem Spiel und beschwöre als Spezialbeschwörung der Hexenkönig von deinem Deck oder deiner Hand. Den Effekt hingegen finde ich ziemlich schwach, weil der Hexenkönig kann sich halt auch selbst aufs Feld bringen. Aber trotzdem, also vor allem, wenn halt ein Nazgul-Monster halt auf dem Feld liegt und das muss für die Stunde des Hexenkönigs ja erfüllt sein. Naja, trotzdem durch den ersten Effekt einfach eine sehr gute Karte. Alle Effekte des Gegners zu annullieren, das ist immer sehr stark und kann auch durchaus duellentscheidend sein. Von daher muss ich einfach sagen, dass die Stunde des Hexenkönigs eine sehr starke Karte ist. So, Dol Guldur Orks. Ah ja, die. Naja, ich will nicht zu sehr über den Hobbit anlästern, aber ja, es gibt so einige Punkte, die ich an dem Film einfach nicht mag. Naja, ein 6-Sterne-Monster, unlimitiert, klar, ja, als würde es limitierte Orks geben. Die gab es auch sicher im Shop 20% günstiger oder im Dutzend billiger, keine Ahnung. Vielleicht auch beides zusammen. Naja, ein Mordor-Empfängermonster und ein Mordor-Nicht-Empfängermonster. Diese Karte wird als Mordor-Karte behandelt. Und einmal pro Spielzug, du kannst ein Mordor-Monster vom Typ Ork von deinem Friedhof verbannen. Dann erhöhe die ATK dieser Karte um 500. Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Mordor-Monster vom Typ Ork auf dem Spielfeld wählen. Erhöhe die ATK des gewählten Monsters bis zur Endphase um 1000. Das ist, ja, ziemlich angriffsstark, muss man einfach sagen. Ich meine, gut, bis zu die Dol Guldur Orks selbst sind nicht so angriffsstark. Die können halt normalerweise durch ihren eigenen Effekt nur bis zu 2500 ATK haben. Das ist für ein 6-Sterne-Monster 2500 ATK permanent für ein 6-Sterne-Monster sind schon sehr stark. Aber so ist das eher schwach, vor allem da die Dol Guldur Orks halt nichts haben außer dieser ATK-Erhöhung. Von daher bin mir unsicher, ob man sie spielen sollte, aber ja, ich denke, einmal kann man so ruhig ins Extra-Deck machen. Da macht man nichts falsch. Dol Guldur. Ja. Okay, wenn es so rein einem eingebläut wird, dann ich finde auch das Design von Dol Guldur nicht so dolle. Einfach weil es halt eine Ruine ist und Gandalf hat halt im Buch wie auch im Film gesagt, dass Dol Guldur wieder aufgebaut wurde. Keine Ahnung, wo das wieder aufgebaut ist. War der Ruinenstil zu der Zeit so in Mittelerde? Oder was war da los? Ich verstehe es nicht. Also unter wieder aufgebaut verstehe ich was anderes.
heruntergekommen, könnte Dol Guldurück sein, habe ich kein Problem mit, aber nicht halb zerstört, keine Ruine. Eine permanente Zauberkarte, unlimitiert, wird als Mordor-Karte behandelt und hat erstmal den gleichen Spielzaubereffekt wie die wie Kirit Unkol und so. Alle Monster auf dem Spielfeld verlieren 500 ATK und DEF und ihre Effekte werden in dem Zug, in dem sie beschworen werden, annulliert, außer Mordor-Finsternis-Monster. Ich glaube, es gibt nur Mordor-Finsternis-Monster, oder? Ja, könnte sein, dass eine ein oder zwei Ausnahmen gibt. Egal. Trotzdem, ich finde, diese Karte diese Karte schlägt Kirit Unkol jetzt schon, weil viele oder es gibt einige Karten und auch Monster, die scheren sich nicht über erhöhte ATK. Die können sie einfach umgehen. Aber verlorene ATK, die sind deutlich schwieriger zu ersetzen. Dafür gibt es weniger Karten. Und das ist ziemlich, daher ist das schon mal deutlich besser. Und da auch die DEF geschwächt werden, sind selbst Kartendecks wie super starker Samurai, sind die halt dadurch auch betroffen und deutlich schwächer. Und ja, das ist einfach gut. Sowie die Effektannullierung und auch wenn sie nur einen Zug lang liegt oder wirkt, das reicht vollkommen. Von daher ist die Karte jetzt schon besser als Kirit Unkol und Kirit Unkol war schon sehr gut. Du kannst diese offene Karte auf dem Friedhof legen, dann wähle ein Mordor-Synchromonster in deinem Friedhof oder in deinem Extra-Deck und beschwöre es als Spezialbeschwörung. Diese Spezialbeschwörung wird als Xyz-Beschwörung behandelt? Ich glaube, er meinte hier Synchro-Beschwörung. Also, dass die Spezialbeschwörung als Synchro-Beschwörung behandelt wird, weil sonst macht das keinen Sinn. Wenn das Monster aus dem Extra-Deck beschworen wurde, verbanne es, wenn es das Spielfeld verlässt. Du kannst nur einen Dol Guldur kontrollieren. Also, Dol Guldur, da sieht man, diese Karte ist noch gar nicht überarbeitet, weil Kirit Unkol und sowas, die waren ja bisher immer limitiert. Dol Guldur ist die erste dieser Karten, die unlimitiert ist. Und die sollte eigentlich auch limitiert sein, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht wegen ihrer Stärke, sondern einfach, weil es nur ein Dol Guldur gab. Zwar wieder aufgebaut, aber das heißt ja nichts. Ja, dann, wie gesagt, der erste Effekt macht es schon besser als Kirit Unkol. Ein Synchromonster zu beschwören ist auch immer wieder gut. Und ja, es ist, also Dol Guldur ist einfach eine sehr, sehr starke Karte. Noch nicht OP, würde ich sagen. Also dafür, dass man sich halt eine Schwäche ausnutzt, die halt von vielen Decks nicht abgedeckt wird. Das macht eine Karte für mich nicht OP. Es ist halt ein Problem der anderen Decks. Also zumindest in diesem Rahmen mit 500 ATK und DF ist das nicht OP. Das mit dem Effekt annullieren, das kann extrem böse sein. Aber da Dol Guldur auch keinerlei Schutzmaßnahmen hat, also Sachen, um sich selbst zu schützen, und sie wahrscheinlich eigentlich limitiert sein sollte, ist sie meiner Meinung nach nicht zu stark. Also geht vollkommen in Ordnung. So, und die letzte Karte für heute, die 14. Die Fellbestie. Ebenfalls ein Stufe 7 Synchromonster, unlimitiert.
ein Nazgul, 2400 ATK, 2600 DF. Ja, weil fliegende Monster, die können ja kaum getroffen werden. Also am Himmel gibt es ja so vieles, was die schützt. Naja. Aber ist schon in Ordnung so, finde ich. Die sind auf jeden Fall in Filmen deutlich schwieriger gestorben als die Olifanten. Muss man ihnen ja lassen. Naja. Also die Fellbestie, unlimitiert, Nazgul, Synchro, ein Ringgeist, zu denen kommen wir in einem späteren Video, und ein Mordor-Empfängermonster. Wird als Mordor-Karte behandelt natürlich. Die Kontrolle über diese Karte kann nicht wechseln. Das haben übrigens alle Nazgul und die, ja, alle Nazgul so an sich. Einmal pro Spielzug kann diese Karte nicht durch Karteneffekt zerstört werden. Das ist ein sehr starker Schutzeffekt. Diese Karte kann von keinem Monster der Stufe oder dem Rang 4 oder niedriger angegriffen werden. Das ist ebenfalls sehr, sehr stark. Wenn dein Gegner keine Monster der Stufe 5 oder höher kontrolliert, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Das ist ja schon fast viel zu stark. Also in Gondor hatten wir ja Faramir, der das konnte, also der immer angreifen konnte, direkt angreifen konnte. Der hatte 2600 ATK, wenn ich mich richtig erinnere. Und war limitiert. Die Fellbestie hat halt 2400, ist unlimitiert. Und wenn der Gegner in Stufe 4, ja, in Stufe 4 Xyz-Deck hat, kann er halt aufgeben. Weil er kann die Fellbestie halt nicht angreifen. Sie schützt sich einmal pro Spielzug vor Karteneffekten. Und sie kann auch noch direkt angreifen. Das ist... Damit ist die Fellbestie eigentlich stärker als Faramir. Das ist enorm. Wenn diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, verbanne ich sie stattdessen. Okay. Das ist... Das ist kein Problem. Und ja, damit enden wir hier gerade auf einer sehr hohen Note. Und ja, den kurzen Blick auf die nächste Karte können wir machen. Ein Geschöpf Melkors. Hui. Aber bis wir dahin kommen, Gruß, Zynas Fan.